Der nächste Redner war Harald Walser, der Bildungssprecher der Grünen. Analyse der Probleme sind wir uns ja einig. Die Daten, die Sie genannt haben, stimmen alle. Wir haben ein Riesenproblem. Wir brauchen dringend Reformen. Ich darf Sie verweisen auf Ihre Vorarlberger Landesgruppe, die in der Schlussfolgerung genau dort ist, wo wir Grüne auch sind. Wir brauchen eine grundlegende Reform, vor allem der Sekundarstufe 1, weil das rückwirkt auf die Volksschule, das Unterrichten in der Volksschule erleichtert, weil das die Sekundarstufe 1 stärkt, weil dort Kinder mehr Selbstvertrauen kriegen. Das alles zusammengefasst ist der Aspekt der Modellregion Vorarlberg, die ausgearbeitet wurde und die von allen Landtagsparteien bei uns unterstützt wird. Wir hoffen, das wird auch umgesetzt. Frau Präsidentin, auch von meiner Seite her danke. Die Rechnungshofberichte, und jetzt muss ich im Konjunktiv 2 sprechen, der Konjunktiv irreal ist, der Konjunktiv der Nichtwirklichkeit. Sie würden uns helfen, eine Verbesserung des Schulsystems zu bewirken, wenn wir denn an die Umsetzung der Vorschläge gingen. Und da gibt es eine ganze Reihe sehr wichtiger Vorschläge, die Sie gemacht haben, die wir eigentlich allesamt unterstützen würden. Kommen wir zum Detail. Ich möchte beispielsweise auf die Verwaltung ein bisschen eingehen. Da haben Sie untersucht die Schulverwaltung in Oberösterreich und in Tirol, die Landesschulräte, die Landespersonalverwaltung, und die Kritik, die da kommt, ist schon sehr, sehr massiv. Denn das, was beispielsweise in Oberösterreich sehr, sehr, sehr teuer ist, das kommt in Tirol deutlich billiger. Nehmen wir ein paar Beispiele her. Die Verwaltung, der Verwaltungsaufwand für die Bundeslehrerinnen, der ist in Oberösterreich um 20% teurer als vergleichsweise im Tirol. Es handelt sich um dieselben Lehrerinnen und Lehrer. Es handelt sich um dieselbe Verwaltung. Es handelt sich um dieselben Vorschriften. Wie kann so etwas sein, fragt man sich. Dann die Besoldungsabwicklung. Das ist noch einmal ein spezieller Fall, ein ganz spezieller Fall. Und das glaubt man ja kaum. Für die Besoldungsabwicklung verrechnet Oberösterreich dem Bund pro Lehrkraft über 117 Euro. Das Bundesrechenzentrum macht haargenau denselben Job um 44 Euro. Wie ist so etwas zu erklären? Wie ist es zu verantworten, dass wir mit dieser systematischen Geldverschwendung weitermachen? Es ist dieses unsägliche und dieser falsch verstandene Föderalismus. Als Vorarlberger werde ich der Letzte sein, der den Föderalismus prinzipiell in Frage stellt. Aber bitte schon mit Sinn und Verstand. Und dort, wo wir bundeseinheitliche Regelungen machen können, dort müssen wir das auch umsetzen. Ein zweiter Punkt, der mir schon auch wichtig ist. Die Länder, und Sie haben das detailliert hier angeführt, die Länder stellen Lehrkräfte über den Dienststellenplan hinaus ein und übernehmen nur einen Teil der Kosten. Über 20.000 Euro pro Lehrkraft muss der Bund Jahr für Jahr bezahlen für Lehrerinnen, die laut Gesetz nicht eingestellt werden dürfen. Und das kostet natürlich massiv Geld. Das kostet, allein das kostet im Jahr 30 Millionen Euro. Und, und. Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Es ist wirklich massiver Handlungsbedarf da. Und ähnliche Fakten hat der Rechnungshof zusammengetragen, was das neue Lehrerinnendienstrecht anlangt. Und ich sage nur so nebenbei, alle unsere Befürchtungen, alle unsere Kritikpunkte bei der Beschlussfassung werden hier bestätigt. Es ist eine kolossale Fehleinschätzung gewesen, und Sie haben das hochgerechnet bis 2060. Es kostet diese Fehleinschätzung 1 Milliarde Euro. Geld bitte, das den Schulen abgeht, Geld, das den Kindern in der Schule entzogen wird. Und das Ganze ist nach wie vor
unverantwortlich. Das ist einfach unverantwortlich. Meine Damen und Herren, wir sind ganz klar für eine Übertragung der Besoldungsabwicklung an das Bundesrechenzentrum. Es kann das besser, es ist effektiver, es ist einheitlich. Bitte packen wir das endlich an. Die Kompetenzzersplitterung im Bereich der Schule zwischen Bund und Ländern verursache Mehrkosten bis zu 1 Milliarde Euro, kritisierte der grüne Bildungssprecher Harald Walser in der gestrigen Nationalratsdebatte.